Hey, ich bin Rebecca von T-Vape Deutschland. Lass mich dir in diesem Video zeigen, wie du deinen Riser Air sauber und instand hältst, um stets eine gleichbleibende Dampfqualität sicherzustellen. Lass uns erst die Materialien durchgehen, die du brauchst, bevor ich dir ein paar allgemeine Tipps geben werde. Du benötigst folgende Materialien: eine mit 40% Wasser verdünnte Sus-Purifier-Reinigungslösung, frisches Wasser, warmes Seifenwasser, Papiertücher, Sus-Gramsticks und Sus-Pfeifenreiniger. Der Ariser Air ist super einfach zu reinigen. Am wichtigsten sind die Heizkammer und der Potpourri-Aufsatz. Brich das markierte Ende eines Sus-Gramsticks ab und lass den darin enthaltenen Alkohol in die Heizkammer träufeln. Wische das Innere gründlich damit aus und lass den Air anschließend ein paar Mal auf höchster Stufe durchlaufen. Weiche die Mundstücke eine halbe Stunde lang in verdünnte Sus-Purifier-Reinigungslösung ein. Die Endstücke kannst du mit warmem Seifenwasser auswaschen. Nimm dann den Sus-Pfeifenreiniger, um alle Rückstände zu entfernen. Dann musst du die Teile nur noch ausspülen und abtrocknen. Du solltest die Sus-Purifier-Reinigungslösung danach nicht wegkippen, du kannst sie wiederverwenden. Eine monatliche Erneuerung reicht in der Regel vollkommen aus. Wir empfehlen, nach jedem Nutzen den Heizkörper mit Sus-Gramsticks auszuwischen, um eventuelle Rückstände sofort zu entfernen. So sicherst du eine lange Lebensdauer deines Ariser Airs. Außerdem empfehlen wir, je nach Nutzungsgrad die Filter monatlich zu wechseln. Das war's. Ich bin Rebecca von T-Vape Deutschland. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Ariser Air Vaporizer.